Hallo, liebe Deutschlernende. Ich bin's, Marco. Ich möchte dir heute eine Frucht vorstellen, die es hier in Vietnam im Supermarkt zu kaufen gibt. Das ist die Drachenfrucht. Ja, was ist ein Drache? Ein Drache ist ein mythisches Wesen, das Feuer speit. Ja, ein mythisches Wesen, das Feuer spuckt. Ja, ja, wie zum Beispiel in den Hobbit-Filmen. Ja, Smaugs Einöde. Ja, Smaug ist ein Drache und er speit Feuer. Ja, im Englischen heißt diese Frucht auch Dragon Fruit. Ja, daher weiß man, dass diese Bedeutung von Drache gemeint ist. Es gibt im Deutschen nämlich auch eine zweite Bedeutung des Wortes Drache. Ja, ein Drache ist auch ein Spielzeug, das man im Wind wehen lässt. Ja, es ist ein Drache. Ein Drache ist so groß ungefähr, ja. Und dann nimmt man eine Schnur und dann wirft man den Drachen hoch und der Wind hält den Drachen oben und dann lässt man den Drachen im Winde wehen. Ja? Aber diese Frucht ist wahrscheinlich nach dem mythischen Wesen benannt. Ja? Die andere Bedeutung, ja? Das feuerspuckende Wesen. Es hat auch diese sehr auffallende Farbe wie ein Drache. Ja? Ja, sie schmeckt sehr lecker. Ja? Ich liebe diese Frucht. Kann ich das filmen? Ja, doch, kann ich filmen. So, und dann schneide ich hier einfach mal, mit der Kamera geht das nicht so gut, doch, geht noch. So, schneide ich hier einfach mal durch, ja. Und innen drinne ist die Drachenfrucht weiß mit schwarzen Samen, ja. Und sie schmeckt nicht nur sehr lecker, sondern ist auch sehr praktisch, ja. Jetzt nehme ich einfach meinen Löffel, ja, ich nehme einfach meinen Löffel und jetzt kann ich einfach hier wie eine Kiwi mit meinem Löffel rein und einfach so essen. Ich finde, schmeckt sehr lecker. Das ist bis jetzt meine Lieblingsfrucht. Ich werde viele Früchte ausprobieren. Es gibt hier sehr viele Früchte, die ich nicht kenne und ich habe einfach mal ganz viele gekauft und ein paar Melonen auch. Und dann schaue ich immer vorher nach, was das für eine Frucht ist und wie ich sie essen kann. Ja, also auf jeden Fall sehr spannend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Also ich wusste vorher nicht, wie diese Frucht heißt. Ja, aber sie ist, glaube ich, eine der bekanntesten Früchte von denen, die ich so gesehen habe. Ja. Ich glaube, die Drachenfrucht ist noch einigermaßen bekannt, aber es gibt hier noch ganz viele andere Früchte, bei denen ich keine Ahnung habe, wie ich sie essen soll, wie sie überhaupt heißen, aber das meiste kann man einfach so essen. nur die Schale nicht, ansonsten ist das meiste roh genießbar. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns später. Tschüss!